Da sind wir auch schon wieder bei Kingdom Come Deliverance, stehen immer noch mit einer wundervollen Aussicht auf Thalenberg herum. Ja, aber werden jetzt mal unser Pferdchen zu uns rufen und uns auf den Weg machen, denn wir haben einiges zu tun. Es gibt... Nee, ich sag nichts dazu. Pferd möchte darauf, also kann Pferd darauf. Alles in Ordnung. Es gibt einiges zu tun. Ich markiere mir gerade mal unseren ersten Ort, zu dem wir müssen, nämlich da oben. Und wir müssen, glaube ich, wieder den Weg über Thalenberg nehmen. Ich hoffe, wir werden da nicht angegriffen, wenn wir allzu nah an der Burgmauer vorbeireiten. Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Guck mal, hier laufen Kühe rum. Ich könnte so viel Fleisch holen. Ach, weißt du was? Ist hier irgendjemand, den es stören würde? Jetzt mal ganz im Ernst. So, ich nehme mal das Rindfleisch mit. Oh, das war sehr viel. Und es war gestohlen vor allen Dingen, aber das macht ja nichts. Sonstiges, Nahrung, Rindfleisch, leider gestohlen. Das tut mir auch sehr leid. X fallen lassen, ich lass mal... Ja, wie viel lasse ich fallen? Gucken wir mal unten, so 30 oder so müsste reichen, um... Nee, leider noch nicht. Dann lasse ich mal noch ein bisschen mehr fallen. Lassen wir nochmal so 20 fallen, zack, und dann sind wir auch wieder in Ordnung. Flatsch, flatsch. Lecker. Oh, ich muss 200 mitnehmen. Dann muss ich das doch mitnehmen hier. So, Rindfleisch nehmen wir wieder mit. Nehmen wir auch wieder mit. Dann packen wir das halt erstmal aufs Pferd. Und gucken mal weiter. Ich glaube nämlich, es interessiert den nicht so sehr, ob das gestohlen ist oder nicht. Sondern es interessiert ihn wahrscheinlich mehr. Aber Pferd ist ja auch voll, verdammt. Ich muss Sachen loswerden, und zwar möglichst Sachen, die nicht so viel kosten, wie diese Komposithandschuhe. Nein, nicht die Mönchskutte, die ist wichtig. So, den Gambeson, der kommt weg, die Brigantinenbeinlinge kommen weg, alles was so richtig schwer ist, weg, zwei davon weg. Kettenpanzer kommt weg, zwei davon natürlich. Die kommen auch weg. Das müsste jetzt eigentlich schon reichen, oder 100? Nee, das reicht noch nicht. Ja, dann kommen die gewöhnlichen Plattenbeinlinge eben auch weg und die alten Plattenbeinlinge auch und das gewöhnliche Kettenhemd auch. So, und jetzt können wir nämlich hier aus dem Inventar, können wir nichts mehr mit rübergeben. Dann packe ich als allererstes mal die Nahrung da rein und hoffe, dass sie nicht schlecht wird. Wir könnten jetzt... Hier liegt mal eben so ein ganzes Rüstlager. Ja, wer sich hier ausrüsten möchte, der kann gerne vorbeikommen. Viel Spaß dabei. Ich habe hier ein bisschen Rüstung hingelegt. Da ist noch eine zweite Kuh. Wisst ihr was? Da, 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 da. So, jetzt haben wir nämlich genug Fleisch dabei. Sind ein bisschen überladen, aber wir wollen ja eh manuell dahin reiten. Das lassen wir jetzt einfach mal so da liegen. Da war jemand. Der hat erst die Kuh umgebracht und sich dann komplett nackt ausgezogen. Oder vielleicht hat er sich auch erst nackt ausgezogen, dann mit der Kuh irgendwas gemacht und daraufhin war die Kuh tot. Es könnte alles gewesen sein. Ich hoffe, das interessiert ihn jetzt wirklich nicht da hinten, ob wir das Fleisch gestohlen haben oder nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil beim besten Willen, es geht hier um eine Belagerung. Und bei einer Belagerung sollte man im besten Fall nicht wählerisch sein. Die sitzen da und sagen, wir haben kein Fleisch mehr. Und da hinten im Dorf, das gerade von niemandem bewohnt wird, da stehen die Kühe rum und da stehen die Schweine rum und erfreuen sich eines guten Lebens. Nein. Also, das widerspricht jeglicher Belagerungslogik. Wir haben einfach nur das getan, was richtig ist. Jeder wird mir dazu stimmen. So, wo ist der Quartiermeister? Da hinten war er. Ich kann nicht rennen. Ich muss auch gleich das andere Fleisch vom Pferd nochmal in mein Inventar nehmen. So, hier unten, wo ist denn das Fleisch? Fleisch, Fleisch, Fleisch. Da ist das Fleisch. Ich sage extra Fleisch, weil man mir ja immer ankreidet, dass ich bei gewissen Wörtern kein SCH aussprechen kann, wie bei Fleisch oder Tisch oder Fisch. Ich habe hier etwas Fleisch. Leg es dorthin. Siehste, interessiert den gar nicht. Hier ist es. Gut, hab vielen Dank und wenn du mehr hast, komm ruhig vorbei. Werde dich bestimmt nicht verjagen, verlass dich drauf. Ach, und hier, eine Kleinigkeit für die Mühe. Mach's gut. Ach, guck mal, wir können sogar nochmal Fleisch besorgen.
Da bekommen wir wahrscheinlich immer nur Geld für. Geld brauchen wir jetzt beim besten Willen nicht mehr. Was machen wir jetzt mit dem restlichen Fleisch? Ich möchte das Diebesgut eigentlich nicht bei mir haben, weil wenn wir irgendwann mal tatsächlich von einem Gardisten durchsucht werden, dann ist natürlich wieder die Kacke am Dampfen. Deswegen schmeißen wir das jetzt einfach mal hier. So, hier, wenn ihr Hunger habt, ne, holt ihr euch einfach hier aus der Asche, holt ihr euch ein Stück Fleisch raus. Ist sehr gutes Fleisch und kann man sehr lecker essen. So. Damit wäre eine Aufgabe erledigt, auch wenn wir sie direkt wiederbekommen haben. Es ist also eine wiederkehrende Aufgabe. Oder muss man die einfach mehrfach abschließen? Ich bin mir jetzt gerade absolut nicht sicher. Genie und Wahnsinn, Fundsachen, Briganten. Ja, beschaffe Wildschweinfleisch, das war es nicht. Köstlichkeiten war es auch nicht. Die alte Dirne, dann los, nehmen wir Belagerung, optional. Finde heraus. Kein Bier mehr, finde einen Priester, bitte einen Heiler, das Lager. Ich könnte Welt jetzt besorgen. Ist das vielleicht eine. Muss man die einfach 3-4 Mal erledigen und dann geht es den Leuten hier umso besser? Weil, wenn dem so ist. Ja, ich weiß, wir testen jetzt gerade ein bisschen rum, aber das muss manchmal eben auch sein. Dann würde ich nämlich jetzt gleich nochmal ganz kurz zurück nach Thalenberg. Da stand ja noch das ein oder andere Tier herum, das plötzlich keinen Herren mehr hatte, weil die sind ja alle aus Thalenberg geflohen. Ja. Wir können das natürlich jetzt auch nicht zulassen, dass die armen Tiere da rumstehen, nicht gefüttert werden, keiner kümmert sich um sie. Da müssen wir natürlich im Sinne des Tierschutzes, müssen wir da ein bisschen drauf aufpassen. Und das bedeutet natürlich mit unserem Schwert. So, und wenn er jetzt die Quest direkt nochmal gibt, ja, dann kann er es aber behalten. So, im Zweifel haben wir hier nämlich auch die schönen Schweine rumstehen, die auch relativ schmackhaft aussehen. Wo waren jetzt noch gleich die Kühe? Da hinten sind die Kühe. Guck mal hier, wir haben jetzt 2 Kühe getötet, ne? Mama und Papa sind tot, da können wir ja nicht zulassen, dass die Kinderkuh hier einfach rumstreunert und sich jetzt fragt, warum ihre Gefährten tot sind. Das war ein Akt der Gnade. So, nehme ich natürlich alles mit. Zack. Sind total überladen, bis zum geht nicht mehr. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Und wie gesagt, wenn er jetzt nochmal die Quest gibt, dann wissen wir, okay, die kann man einfach immer wieder erfüllen. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja, und dann macht es keinen Sinn, das immer wieder zu machen, sondern dann werden wir uns anderen Dingen widmen. Ich glaube, wir können auch auf dieser Flussseite, da gibt es auch noch Hühnchen. Ja. Mein Gott, die ganzen Höfe hier von Thalenberg sind voll mit Fleisch. Und keinen interessiert's. Stattdessen sitzen sie 200 Meter weiter und sagen, oh, wir verhungern. Das macht absolut keinen Sinn. Ist doch kein Wunder, dass sie keine Belagerung gewinnen können. Gut, dass ich jetzt da bin, um ihnen zu helfen. Was würden sie nur ohne mich machen? So, einmal scharf um die Kurve. Ach ne, gut, ich kann auch hier vorne rüber. Ich möchte diesmal aber möglichst nah an dem, ja, an dem Herrn hier vorne sein, weil ich nicht so weit laufen kann, wenn ich voll überladen bin. Also laufen schon, aber halt, ihr seht's, sehr langsam. Ich habe hier etwas Fleisch. Leg es dorthin. Das interessiert ihn auch gar nicht, wo ich das her habe, oder? Hier ist es. Gut, hab vielen Dank und wenn du mehr hast, komm ruhig vorbei. Werde dich bestimmt nicht verjagen, verlass dich drauf. Ach, und hier, eine Kleinigkeit für die Mühe. Lebe wohl. Ja, siehst du, das ist so eine wiederkehrende Quest, die man immer wieder abfühlen kann. Da bekommt man dann wahrscheinlich nur Gold und wir haben einen neuen Punkt in Jagen bekommen. Das finde ich sehr schön, aber das bringt uns halt nicht so viel, weil wir haben halt das ganze Spiel über noch nicht gejagt. Wir haben es auch nicht gebraucht. Ich habe gehört, normalerweise kann man sich übers Jagen ein bisschen Geld dazu verdienen, aber wir haben das effektiv nicht gebraucht. Das ist dann ein bisschen sinnlos. So, ich habe hier noch einen Punkt bekommen, den können wir jetzt noch verteilen, nachdem du ein Verbrechen begangen hast. Naja, wir begehen keine Verbrechen. Das wissen wir ja, Heinrich ist ein absolut, ein Engel quasi. Wenn nach dir gesucht wird, fällt es den Leuten schwerer, dein Gesicht zu erkennen und sie geben die Suche schneller auf. Okay, Hunde bellen dich nicht an. Na komm, nehmen wir mal. Aber das hier ist auch nur für die Wachen. Die Banditen oder so wird es, glaube ich, weniger interessieren, weil wenn die einmal nach mir suchen, dann haben die mich auch. Dann bellen uns die Hunde eben nicht an. Sehr schön. Auch gut. Ansonsten haben wir einen Punkt in Jagen bekommen. Wüsste ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Da kann man jetzt mit Sicherheit noch ein bisschen, ja, bei Wildtieren mehr Schaden. Sind weniger scheu. Innereien entnehmen. Zähne entfernen. Damit kann man alles Geld machen.
oder eben sich auch in der Wildnis versorgen. Das heißt, wenn man Hunger hat, kann man einfach mal ein Wild jagen, sich irgendwo ein Feuer suchen und dann eben ja, an dem Feuer das Ganze braten. Aber ganz ehrlich, wann haben wir es denn gebraucht? Und ja, wir haben ja gesehen, es gibt bei Kingdom Come keinen Schwierigkeitsgrad, den man auswählen kann. Das bedeutet, alle haben den gleichen Schwierigkeitsgrad. Und wir haben es nicht gebraucht. Warum sollte es jemand anders brauchen? Ist halt so eine schöne Sache, wenn man es machen will. Ich denke, man kann hier auch ganz gut entspannen. Also könnte ich mir ganz gut vorstellen, auch wenn wir das Let's Play irgendwann mal beendet haben, dass man sich irgendwann, wenn man einfach Lust drauf hat, mal so ein Stündchen oder so ein halbes Stündchen hinsetzt und sagt, ich gehe mal jagen. Ja, und dann kann man im Wald hier einfach ein bisschen rumreiten. Ich meine, es sieht echt schön aus. Das habe ich zum Beispiel mit dem Witcher immer so gemacht. Oder gerne so gemacht, dass ich dann einfach mal gespielt habe und bei Witcher 3 gibt es ja das wundervolle Add-on Blood and Wine. Da kann man dann in Toussaint rumreiten, was eine wundervolle Gegend ist und ich kann es nur jedem ans Herz legen, das mal zu spielen, wer es noch nicht gespielt hat, unbedingt mindestens einmal durchspielen und ja, dann wird man wissen, warum ich ab und zu gerne mal einfach, um zu entspannen, in Toussaint rumreite und da eigentlich gar nicht so viel mache, außer eben ja, mal durch die Landschaft reiten und mir alles mal so ein bisschen angucken. Wenn man jetzt nicht unbedingt die Zeit und die Möglichkeit hat, viel durch die Gegend zu reisen, kann sowas auch schon mal helfen. Vor allen Dingen hilft das in dem Punkt, wenn man tatsächlich mitten im Ruhrgebiet wohnt und als Ausblick Betonwüste hat. Auch hier gibt es natürlich schöne Gegenden, aber es ist halt immer noch mal was anderes, wenn man dann sowas hier erblicken kann. Reden wir mal mit dem Kräuterweib. Ich bräuchte etwas, um unsere Männer wach zu halten. Hast du zufällig etwas für mich? Ich kenne ein Gebräu, das sie wach halten würde. Soll ich dir zeigen, wie man es zubereitet? Kannst du es nicht selber zubereiten? Aber es muss für mindestens 100 Männer reichen. Tja, da kann ich nicht helfen, mein Junge. Du wirst das Gebräu selbst zubereiten müssen. Also, soll ich es dir zeigen? Ich will nicht. Nein, jemand müsste es für mich brauen. Ich kann keine Wunder wirken. Kann dir nur verkaufen, was ich habe. Ich bräuchte etwas, um unsere... Ja, ja. Zeig her. Das wäre mir eine große Hilfe. Rezept für Hahnenschreitrank. Na, super. Eine Freude. Ich schaffe den Trank auf andere Weise. Oh, das wäre mir sehr recht. Also sie kann es mir zeigen. Lager gibt's kein Bier mehr. Ja, gut. Wie soll ich den Trank denn auf andere Weise beschaffen? Ach Mensch, ich will das nicht selber brauen. Das ist furchtbar. Selber brauen ist immer so... Das hat mich beim letzten Mal schon... Das war ja unter anderem im Kloster. Da war es ja furchtbar. So, optional bitte beschaffe den Trank auf andere Weise. 60 Stück, ja klar. Aber vielleicht kann man den von ihr kaufen. Ne, das wäre eine Frage, ob wir dann nicht die Kräuterweiber einfach mal alle nacheinander abreiten. Ich weiß, was ihr jetzt schon wieder denkt. Nein, ich meine mit dem Pferd zu den Kräuterweibern reiten und dann eben von denen den Hahnenschreitrank kaufen. Gräser und Kräuter kennen wir noch gar nicht. Kräuterkunde Stufe 10 nehme ich mal mit. So, der Puppenmachertrank. Was macht denn der Puppenmachertrank? Ach so. Zu dem kannst du nicht sporten. Damit kann man bestimmt Leute vergiften, ganz schön. Raben, Federn, Katerbier, Ringelblume, Salbei, Strauchtrieb, Trank des Verderbens, Wermutgeist. Ja, aber sie hat sowas nicht dabei, ne? Also so einen Hahnenschreitrank kann man jetzt hier nicht kaufen. Zumindest habe ich keinen gesehen, insofern... Ach so, möchte ich natürlich kaufen. Gräser und Kräuter? Her damit, dankeschön. So. Na gut, wir werden uns das irgendwie zurechtbiegen. Vielleicht mache ich die Tränke auch zwischen den Folgen, dass ich nicht hier eine ganze Folge damit verbringen muss oder im Zweifel sogar zwei Folgen und ihr die ganzen Fehlschläge mit ansehen müsst, die ich dann zweifelsohne erleiden werde. Ich mache mir mal eine neue Markierung. In diese Richtung müssen wir... wie komme ich denn hier raus? Ach so, hier. Guck mal, da sind Rehe unterwegs. Die könnten wir jetzt zum Beispiel schon wieder jagen, würden dann aber auch eben als gestohlen gelten. Ich glaube, hier gilt so ziemlich alles als gestohlen, weil man eben ein Wilderer ist. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ich habe irgendwann mal gehört, es gibt sogar eine Jagdlizenz, die man im Spiel bekommen kann. Also quasi eine offizielle Erlaubnis eben, dass man in den Wäldern jagen darf. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo oder wie. Und da, ja, wie gesagt, das Jagen hat für uns keine große Bedeutung gehabt. Wir brauchen es weder, um Geld zu machen, noch um an Nahrung zu kommen.
Insofern lassen wir die Jagdlizenz einfach mal da, wo sie ist. Wir haben ordentlich Fleisch beschafft, wir haben 3 Kühe getötet. Die Hoppelhasen dürfen leben. Im Grunde haben wir dem Herrn Divisch natürlich... Wir haben ihm sein eigenes Vieh verkauft und haben gesagt, naja, hier, lecker Fleisch. Und der wird sich irgendwann wundern, warum da 3 Kühe fehlen. Ich hoffe, das wird nie auf uns zurückfallen. Nicht, dass unser Ruf da auch noch sinkt, aber ihr habt ja gesehen, dem Belagerungsmeister war es da auch ziemlich egal, wo das Fleisch herkommt. Ne? Also der hat jetzt nicht nachgefragt und hat gesagt, was ist das denn her? Was ist denn das für Fleisch? Warum und wieso? So, einmal, zack, rauf nach Uschitze. Oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo ging es denn hier eigentlich? Nee, wir mussten da runter, genau. Und dann zur Kirche. Ja, jetzt da ist das Gasthaus, da oben ist die Kirche, dann müssen wir wieder mit dem Pater sprechen. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. Wir haben ihn lange nicht mehr gesehen, das letzte Mal. Wie gesagt, wir sind nicht im Guten auseinandergegangen, sondern wegen der Hexen und den toten Waldarbeitern, die wir da übrig gelassen haben. Da war er schon ein bisschen angesäuert. Gucken wir mal, ob er jetzt vielleicht wieder ein bisschen glücklicher ist. Würde gerne mit dir reden, Pater Godwin. Gott sei mit dir. Ich hätte eine Bitte an dich, Pater Godwin. Ach ja, mein Sohn? Wie kann ich helfen? In Talmberg gibt es viele Tote und Verwundete, aber niemanden, der ihnen ein Kreuz auf die Stirn malt. Hat jemand nach mir verlangt? Herr Divisch persönlich. Oh, Herr Divisch verlangt nach mir und schickt den jungen Heinrich als Boten. Wie könnte ich da ablehnen? Ich mache mich sofort auf den Weg. Mach's gut. Ach ja, es war zu erwarten, oder? Er kann einfach bei nichts ernst bleiben. Und ich glaube, er ist uns auch immer noch ein bisschen sauer ist er immer noch auf uns. Ja, was soll man machen? So, jetzt haben wir hier auch direkt ein Gasthaus. Können wir auch direkt mal nachfragen, wie es denn aussieht mit dem Nachschub an Bier. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich muss ein paar Fässer Bier nach Talmberg bringen. Hab kaum noch Bier übrig, aber fässerweise Ziegenmilch. Könnte das die Stimmung heben? Nein. Mach's gut. Ja, danke schön dafür. Danke für nichts. Wir wissen jetzt immerhin, dass es hier oben kein Bier geben wird. Das heißt, wir haben Möglichkeit, woanders hinzureiten. Ach ja, dann schwingen wir uns mal aufs Pferd. Es hätte ja auch alles so leicht sein können, aber nein, warum denn auch? So, das heißt, unser nächster Weg führt uns... Im Lager gibt es kein Bier mehr. Ich sollte bei den hiesigen Wirtshäusern nachfragen. Ja, habe ich doch gemacht. Moment mal. Ach Moment, warum steige ich jetzt auch ab? Ich habe das doch gemacht. Warum, ja. Oder bleibt die Quest einfach aktiv? Ja, ja, das zeigt jetzt wieder zu ihm hin. Aber er hat ja gesagt, er hat kein Bier mehr. Also erübrigt sich das. Hier muss ich nicht mehr nachfragen. Da unten die Köhler. Die nehmen wir nämlich jetzt auf dem Weg mit. Dann machen wir uns einfach mal ein bisschen manuell auf den Weg. Und nochmal durch die schöne Landschaft hier reiten. Weil zu den Köhlern gibt es halt keinen Schnellreisepunkt. Macht keinen Sinn, da jetzt nach Rathei zu reisen. Wobei, dann könnte ich wenigstens meine Sachen verkaufen. Mache ich vielleicht auch, wenn ich da schon mal in der Gegend bin. Das kann man ja auch wieder so zwischen den Folgen machen. Ist ja auch eher wieder so eine Sache, die... Ja. Also, man sieht das nicht im Let's Play, aber... Ich bin tatsächlich alle 2 Minuten irgendwie in Rathei und verkaufe da Sachen, weil wir einfach so viel eingesammelt haben. Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob die Macher des Spiels damit gerechnet haben, dass man die Leute einfach so dermaßen ausplündert, dass nichts mehr übrig bleibt von denen. Und dass nur noch nackte Leichen auf dem Schlachtfeld liegen. Aber damit macht man halt auch echt ordentlich Geld. Und wenn die Händler dann auch mal ein bisschen Geld in der Tasche haben, ja, dann verdient man da die ein oder andere Münze. Also wie gesagt, bei dem einen Mal, wir hatten 3 Leute umgebracht. Das waren ja die in den etwas schwereren Rüstungen. Naja, und der Händler hatte genug Geld. Und was war es am Ende? Wir haben 10.000 rausbekommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf sie! Ach, wisst ihr was? Ich habe gerade Lust, ein bisschen mit drauf zu schlagen. Ich weiß, wir können nichts mehr plündern, aber ist mir jetzt auch egal. Hörst du bitte auf, mit Pfeilen zu schießen? Faladorm. Du hast noch Freunde hier, oder? Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt willst du weglaufen, ja? Na, kommst du her? Kommst du her? Ich glaub's ja wohl. So gut, sein Freund ist schon weggelaufen. Das ist sehr praktisch. Dann müssen wir den nicht weiter verfolgen.
Tja, und so eine Leiche lassen wir jetzt einfach mal hier im Fluss liegen. Ist bestimmt gut für die Gesundheit hier in Uschitze. Hoch! Da war doch gerade was. Ist hier noch ein Bogenschütze irgendwo unterwegs? Also ich höre es bellen. Aber das ist weit entfernt, das ist irgendwo in der Stadt. Bogenschützen sehe ich jetzt gerade hier keinen mehr, ne? Das hat sich offenbar erübrigt. Na gut, so viel dazu. Wo kam dann jetzt gerade der Schaden her, den wir bekommen haben? Also wir haben ja keinen Schaden bekommen, aber zumindest einen Hinweis darauf, dass irgendwas bei uns eingeschlagen ist. Keine Ahnung. Irgendwer steht hier vielleicht noch in der Walachei rum, aber... Tja, hat uns anscheinend nicht weiter zu interessieren. Ist mir auch ganz recht, können wir unseren Weg weiter fortsetzen. Man muss sich ja auch nicht für alles interessieren, ne? Einen haben wir umgebracht, wir haben ein gutes Werk für heute getan. Einen Kumanen am Tag umbringen, das soll jeder gute Christ tun. Oh Gott, bitte tut das nicht. Ich kann ein Beispiel dran nehmen, aber es sind ja Gottlose anscheinend und es ist ein gutes Werk, sie umzubringen, weil sie sind ja in dieses Land hier eingefallen. Ach kommt, Leute. Das ist nicht euer Ernst, oder? Was ist denn das hier, die Straße der toten Kumanen oder was ist hier los? Es tut mir leid, ich muss mich da einfach immer einmischen. Bandit, das sind alles Banditen hier, oder? Und der Isar-Tallenberger Wachen. Habe euch nichts getan. Du hast das Gesetz missachtet. Du wirst verhaftet. Wieso werde ich jetzt verhaftet? Ich habe euch geholfen, ihr... Du bist ein vermaledeiter Mörder. Hab's mit eigenen Willst Augen du mich... gesehen. Ich würde dich ja eher aufknüpfen. Aber leider darf ich dich nur in den Kerker werfen. Du weißt, dass ich gerade eine Belagerung unterstütze. Bist du noch... bist du zu retten? Pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Aber du darfst es keinem verraten. Mhm. Also, ich dachte... Da denken die ja einfach, ich wäre ein Mörder. Was ist jetzt... Wahrscheinlich ist jetzt wieder meine Reputation bis ins Bodenlose gesunken hier. Rovna Uschitze 43. Na gut, na gut. Es geht gerade noch so. Sasau, Ledetschko, Tallenberg. Ja, das ist ja alles in Ordnung. Also, ich helfe denen hier dabei, die Banditen zu töten, ja? Den Wachen. Die beiden Wachen. Die von denen angegriffen wurden. Einer sitzt hier noch. Und was ist? Sie kommen an und sagen, ich wäre ein Mörder. Wisst ihr was? Nächstes Mal könnt ihr von mir aus draufgehen. Ich helfe euch nicht mehr. Ja. Na gut. Wir machen uns weiter auf den Weg zu den Köhlern. Wir sehen uns da aber in der nächsten Folge wieder. Tja. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir mit den Köhlern sprechen und das Bier besorgen. Tja, und bis dahin verabschiede ich mich mit einem mordlustigen Tschüss.